Der Schüler bittet um Unterweisung. Kommentar zum 39. Vers des Vivekachudamani von Shankaracharya. Shankaracharya schreibt, beziehungsweise Shankaracharya lässt jetzt den Schüler sprechen. O Meister, ergieße den Nektar deiner Worte über mich, der wie aus einem Krug rein und kühlend auf mich als Elixier wie die Wonne der absoluten Wirklichkeit wirkt. Ich verbrenne unter den Qualen im Kreislauf von Geburt und Tod, wie in den Flammen eines brennenden Waldes. Gesegnet sind jene, auf denen dein Blick nur eine Sekunde ruht, die zu dir Zuflucht gefunden haben. Brahmananda, das ist ein Charakteristikum der großen Meister. Wenn du als Schüler dich zu einem Meister wendest, dann tue das mit Demut und mache dir bewusst, warum bist du da? Wenn du in Ashram gehst, mache dir bewusst, du gehst dort nicht hin, um einen guten Urlaub zu verbringen. Du gehst dort nicht hin, um ein schönes Zimmer zu haben und schönes Essen zu haben. Du gehst dort nicht hin, um das beste Bett zu haben. Das kriegst du auch in Hotels und so weiter. Du gehst in einen Ashram, du gehst zu einem Lehrer, um spirituelle Unterweisung zu haben. Du weißt, äußere Dinge allein werden dich nicht glücklich machen. Du weißt, es reicht nicht aus, nur bequem zu sein. Du machst dir bewusst, ja, ich brenne unter meinem Dasein. Ich leide unter dem, was gerade passiert. Und du bittest darum, dass der Meister dich unterweist. Ob es jetzt ein Meister ist, der in einem physischen Körper ist, oder letztlich die Kraft des Meisters, die in einem Ashram ist. So wie bei Yoga Vidya haben wir den Segen von Shankaracharya. Wir haben den Segen von Swami Shivananda, von Swami Vishnadevananda. An sie kannst du dich vertrauensvoll wenden. Und du wirst merken, ihr Segen wird dich führen. Ihr Segen wird da sein. Es ist nur wichtig, dass du dich für diesen Segen öffnest. Daher öffne dich, bitte um Führung. Und wenn du so oft dich öffnest, um Führung bittest, dann wird dir die Lehre zuteil werden. Aber tatsächlich wichtig, du mache dir immer wieder bewusst, warum wendest du dich an einen Meister? Auch bevor du ein Buch aufschlägst mit spiritueller Weisheit, verharre einen Moment und bitte um Führung. Ist ja auch eine Möglichkeit, den Tag zu beginnen, ein Werk eines Meisters aufzuschlagen. Aber vorher, bitte darum, mögen diese Worte mich inspirieren. Bitte, Meister, führe mich. Und auch eben, wenn du in einen Vortrag gehst, einen spirituellen Vortrag, bitte auch darum, o großer Meister, inspiriere mich. Und selbst wenn es kein großer Meister ist, der spricht, sondern vielleicht ein Schüler, vielleicht sogar jemand, der relativ neu auf dem Weg ist oder der selbst seine Probleme hat. Wenn ein spiritueller Mensch einen Vortrag hält, bittet er um Führung. Und wenn jemand an einem Vortrag ist, auch um Führung bittet, ja, dann kann wahre Begegnung passieren. Dann kann der Meister durch den Schüler sprechen. Daher bitte um Unterweisung und öffne dich für die Weisheit, die über ein Buch, wieder über den Schüler eines Meisters oder über den Meister selbst zu dir fließen kann.